Tachchen, Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diesmal bin ich mit einem guten Freund unterwegs, Arne. Moin. Und wir nehmen euch mit nach Dänemark auf die Insel Fyn, zu Fyn Soved. Was geht denn jetzt dieses fucking Handy? Schotterstraße. Nichts gehört. Hier vorne ist gleich die Ostsee. Man sieht aber ziemlich viele Wellen. So, wir sind jetzt bei Fyn Soved angekommen und werden uns jetzt mal die Gegend hier ein bisschen angucken. Es ist sehr, sehr windig, also Drohnenflug wird heute schwierig. Aber jetzt schauen wir uns erstmal die Gegend an und gucken dann spontan, was wir aus der ganzen Geschichte machen. Mit Feuerstelle. Ja. So richtig cool. Ich weiß gar nicht, was der da macht. Was machst du da? Kacken? So, wir stehen hier gerade ein bisschen im Windschatten. Es ist echt schwer hier zu reden. Hier vorne ist Fyn Soved. Da gehen wir jetzt hin. Das ist jetzt hier so ein Aussichtspoint. Die Windgeschwindigkeiten sind hier gerade so 80 Stundenkilometer. Und da wird es leider im Moment nichts mit Luftaufnahmen. So, wir lassen uns jetzt hier im Windschatten mal ein bisschen nieder. Auf ein Bierchen erstmal. Ey, du sitzt ja auch schon wieder wie so ein King, ne? Alles schön bei YouTube. Upsi. So, nachdem wir jetzt hier schön Bierchen getrunken haben, geht's jetzt gleich mal weiter. Jawohl, Mann. Und wir haben noch nicht mal die Hälfte rum. Und das ist echt cool hier. Also mega. Grüß euch jetzt. Hast du schon aus? Ja. Ah, ja. Weiter. Hier geht's ja wieder. Wieso geht's denn hier auf einmal? Hier ist auf einmal kein Wind. Und da vorne, Leute, hatten wir so viel Wind. Obwohl wir auf gleicher Höhe sind, ist hier fast gar kein Wind. Das ist so krass. So, wir sind von Fyn Soved zurück. Wir stehen hier auf dem Parkplatz. Haben jetzt eine Stunde, zwei Stunden? Dreieinhalb Stunden. Mhm. Sind dreieinhalb Stunden jetzt hier gewandert. Dieser Wind draußen, der ist echt krass.
Möchtest du irgendwas dazu sagen, Arne? Wie fandest du das denn so? Ich bin schwer begeistert, muss ich sagen. Das schockt richtig. Geile Landschaft, geile Aufnahmen, glaube ich, auch bei rausgekommen. Aber allein das Rumlaufen hier, auch bei dem Wind, ist mega lustig, macht Spaß. Man wird echt teilweise ganz gut weg. Und ja, seht ihr ja nachher, sieht richtig, richtig gut aus. Hat Spaß gemacht. Gute Idee von dir, Tobi. Ja, ich fand das auch eine super Idee. Nur leider der Wind. Der Wind, und jetzt fängt es auch wieder an zu regnen. Man sieht diese dunklen Wolken. So, und jetzt geht's weiter zu einem Ganggrab, was wir uns noch angucken wollen. Das ist so ein übergroßer Maulwurfshügel. Naja, gut. Bisschen mehr Kultur ist schon dabei. Ja, vielleicht schlafen wir da drin auch. Wer weiß das schon. Hoffentlich. Und wir haben es jetzt auch erst 13 Uhr. Das heißt, wir haben noch ganz viel Zeit heute. Na, was sagt die Wetter-App? Scheiße. Scheiße? Ja. Oh. Warum ist denn jetzt auch dieser Pissregen da draußen? Das war doch gar nicht, aber morgen gut. Das ist morgen schon mal. Ja, da kommen wir morgen sowieso erst spät nach Hause. Insofern, oh, dieser Pissregen. Aber die Kulisse ist natürlich jetzt geil, so mit dem Licht und. Aber, oh, ist das ätzend. Scheiße, jetzt regnet's. Ja, aber das war doch gar nicht angesagt, so eine Kacke. Nee. Nächste Kiste. Offroad! Offroad! So, für den Zoo lassen wir jetzt hinter uns, das ist in dieser Richtung. Und jetzt geht's hier lang, strikt zum Ganggrab. Kultur pur heute. Ja, oder wir beerdigen dich da. Was meinst du? Das kannst du ja mal versuchen, ja. Das ist der Parkplatz hier. Das ist der Parkplatz, ja. Das war's schon. Da vorne ist das, dieser Maulwurfshügel. Was man hier sich alles antut für YouTube, das ist so eine Sache. Lebst du noch oder bist du schon unter den Mumien? Ja, genau, das ist hier die Grabkammer gewesen. Man sieht jetzt leider nicht so viel. Das war recht eng hier, ne? Also grundsätzlich sieht man schon gerade so Stehhöhe manchmal. Du hast es auch eben gerade gelesen, Arne. Von wann war das hier? 3200 bis 2800 vor Christus gehen die von aus, die Forscher, kann man sehen. Stell dir mal vor, das bricht jetzt zusammen. Weil hier über uns ist alles irgendwelche riesen Klunker an Steine. Und wenn das zusammenbricht, dann haben wir ein neues Grab. Mein Kopf! Ah, schon wieder gestoßen. So, Anne, wie fandest du denn jetzt eben gerade das Höhlengrab? Wir haben es gut gefunden. Ja, ich fand es auch gut. Ich fand es auch super. Ja, wäre nichts zum Ewigwohnen da drin sozusagen, aber... Nee, aber 2000 vor Christi oder was war es? 3200 bis 2800 vor Christus schätzen die wohl. Ja, ist eine ganz schön lange Zeit. Ja, 5000 Jahre, ne? So, jetzt gucken wir nach was zu essen. Weil so langsam... haben wir von der Höhlengräberei da schon Hunger. What the fuck? Aber hier gibt es irgendwie nirgendwo was. Zur Not gibt es hier ein bisschen Gras von der Wiese oder so. Ja, oder wir klauen uns ein Schaf oder so, da haben wir schon ein paar mehr von gesehen. Genau, so läuft's ab. Aber vielleicht finden wir ja gleich was. So, wir haben jetzt hier was zum Speisen gefunden. Das ist der Laden, das ist ein Café. Da gibt es auch Burger und Pommes und sowas. Ja, ohne Portemonnaie wäre es hier nichts. Und da ist auch noch so eine urige Kirche. Und jetzt gibt es erstmal Futter. Wo ist hier der Eingang? Das ist er. Ja.
die Toilette auch so urig? Ja, absolut. Absolut. Ja? Ja. Plumpsklo. Ja. Okay. Ist okay. Nee. Lady first. War mal gut, Torben. Ja, ebenso. Guten Hunger. Schmeckt der Burger? Ja, ich bin noch nicht zum Fleisch durchgedrungen, aber. Das ist echt Hammer. Das ist echt richtig Hammer. Wir werden jetzt erstmal was essen. So, ich war jetzt hier erstmal auf dem Pott. Zeige euch auch nochmal gerne von diesem Café, dass die Toilette, also das ist auch echt. Und die haben, erstmal Tür aufmachen. Und die haben so einen fucking hübschen Ofen auf Klo. Das ist ziemlich cool. Also das Café hier wirkt echt super gemütlich. Mega. Echt mega. So, jetzt gibt es erstmal noch als Nachtisch so einen dänischen Kaffee. Schwarz wie die Nacht. Zitter, ich muss hier die Kamera halten, Mann. Jetzt gehen wir gleich ein bisschen dänisch einkaufen und warten mal das Wetter ab. Im Moment sind 90 Stundenkilometer am Böen draußen. Es wird immer mehr. Das war's dann mit Drohne. Zumindest für heute. Zumindest für heute. Im Moment riecht es auch schon wieder. Echt? Ja. Feines Sehen, ich komme nicht raus von hier. Ich sagte eben gerade zu Arne, das ist eigentlich alles total praktisch. Hier vorne ist gleich der Supermarkt. Das heißt, du isst erst hier, danach gehst du einkaufen und hier drüben ist die Kirche. Und dann kannst du erstmal beten, dass dein Portemonnaie wieder voll ist. Ja, dänische Preise halt, ey. Also insofern, ja, oder Arne wäscht dir ab. Dann, ja, willst du abwischen? Ich bin gleich da. Wir haben hier vor der Kirche so eine echt, sie haben hier eine E-Tankstelle vor der Kirche. Vielleicht bezahlt das ja hier die Kirchensteuer. Jetzt sind wir nochmal im Supermarkt, um irgendwie was richtig geiles Dänisches zu finden. What the fuck? diese Preise hier. Dänisches Makrelensalat für 22 Krönchen, oder? Naja, das geht ja noch. Ja, rote Wurst, die kennt ihr, ne? Fast ausverkauft. Das war klar. So richtig touristisches. Was ist das? Ist das richtig Schwein? Nein. Ja. Ja? Nur Haut. Nur Haut vom Schwein. Nur Haut vom Schwein. Hast du irgendwie Gummibären gesehen? Dänische? Da gibt's massig Chips. Oh, guck mal, das Backwaren. Genau das ist das Richtige. Ja, das dänische Spezialitäten. Da müssen wir gleich mal gucken. Ist das dänisch? Ja, ne? Das sieht ziemlich dänisch aus. Ja, 5 Euro in die Tüte oder so, keine Ahnung. Irgendwie ein kleines Mitbringsel für die Frau. Jetzt wird erstmal hier Großeinkauf gemacht. Typisch dänisch. Ja, das sieht mir zu viel Farbstoff. Da sind garantiert 10.000 Millionen Farbstoffe drin. Das sieht alles hier dänisch aus. Wir sind hier auf einem Kuhdorf, da wird ja auch nur dänisch sein. Nimmst du das für dich mit oder als Souvenir? Das nehme ich für so mit, also für die Familie. So, ich habe jetzt für diese drei kleinen Gummibärchentüten, beziehungsweise Arne hat bezahlt, weil ich die Unterkunft zahle, 10 Euro bezahlt. Wisst ihr Bescheid? Die teuersten Gummibärchen auf der Welt. Gleich ist hier Party, weil der Wagen hat gleich 153.000 Kilometer runter. In 600 Metern. Und jetzt! Yes, yay! Jetzt hat der Wagen 153 runter. Ja, sehr schön. Und läuft und läuft und läuft und läuft. Alter, ich habe jetzt richtig Hunger, ey. Also richtig. Ja, das ist ein Einheimischer. Können wir den nicht fragen? Jetzt werden wir uns diese alte Kirche auch noch mal zu Gemüte ziehen. Arne war da eben gerade schon am Eingang. Da steht er. Und schauen uns diese Kirche noch mal von innen an.
haben wir uns diese Kirchen hier nochmal zu Gemüte gezogen. Und dann geht's gleich weiter. Zu unserer Unterkunft erstmal. Und es stürmt, 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 stürmt. So, jetzt fahren wir zur Pension. Und werden uns erstmal einen Augenblick ausruhen nach diesem Trip. Jo. Und vor allen Dingen erstmal alle Akkus laden. Hier hat alles leer gelutscht. Ja, das bleibt nicht aus. Das ist jetzt hier unsere Pension, wo wir übernachten. Das hier ist jetzt unsere Unterbringung. Bed and Breakfast. Das Gebäude ist von 1895. Das sind private Gastgeber in Matofte. Ich zeige euch das erstmal einmal vom Weiten. Hier unten links wohnen die Eigentümer. Und das ist hier das Ferienhaus. Das hier ist unser Schlafraum. Wir haben uns hier schon niedergelassen. Hier schlafe ich. Und hier schläft der Ade. Wir haben uns jetzt ein bisschen zur Ruhe begeben. Das ist ein anstrengender Wandertag. Ne? Bist du auch auf? Alter, schwierig, sagst du. Aber es ist ja auch schon nach 8. Oh Gott, wie grausam. Auch Samstagabend. Ja. Wir sind total fertig mit der Schicht. Ja. Und das Ganze ohne Bier und alles. Also wirklich nur straight fertig von Frischluft und rumgelaufen. Aber hat sich gelohnt. Also muss ich wirklich sagen, war richtig, richtig nice. Geile Location, geiles Wetter. Lecker gegessen, habt ihr ja schon gesehen. Also doch. Ja. Drum und dran, alles top. Und ich lieg auch bequem. Also ich finde also find die Betten auch gut. Ja, morgen geht's zur Burg Engelskow. Und wenn wir Glück haben, noch ein paar Drohnenaufnahmen machen. Je nach Windstärke. Und heute hatten wir Windböen bis zu 90 Stundenkilometer. Da brauche ich gar keinen Akku mehr für die Drohne. Ansonsten gibt's morgen nur die Burg noch. Und dann war's das, ne? Ja, ich denke ja gut, eine Kirche wollten wir vielleicht nochmal gucken. Genau. Oder wenn das Wetter passt, eben halt doch nochmal ein bisschen Drohne. Aber die Wahrscheinlichkeit ist doch eher gering. Also die Großwetterlage ist halt immer weiter windig. Also, naja, mal gucken. Aber wenn wir auf dem Rückweg sind oder so und da ist irgendwo noch was Nettes, wir haben ja keinen Zeitdruck, dann halten wir nochmal an. Dann sagen wir für heute gute Nacht. Wir sehen uns dann morgen wieder und wir sind auch gespannt auf das Frühstück. Einen schönen Abend euch. See you. Jetzt gibt es doch mal eine exquisite Roomtour vom Haus. Wir haben jetzt hier drin übernachtet und es war richtig, richtig toll. Da oben guckt Arne aus dem Fenster. Da war unser Schlafgemach. Guten Morgen. Und hier ist das Gästehaus. Hat auch total Charme hier mit den Holzen, den Steinen. Hier ist die Küche, die man benutzen darf. Mit dem Toaster. Waschbecken. Kühlschrank. Auch mit dabei, Herdplatten, Kaffeemaschine. Das heißt, dann kann sich hier selber Essen mitbringen, bekochen. Pantoffel gibt es ja auch für die kalten Füße. Dann zeige ich euch mal das Badezimmer. Handtücher gibt es auch. Hier ist ein Föhn. Toilette und eine riesen Duschkabine mit Licht. So, gehen wir mal weiter. Hier habe ich übernachtet, hier hat Arne übernachtet. Arne schildert auch schon noch seine Runde. Ja, ich muss ja warten, bis du hier deine Roomtour fertig hast, bevor die dicke Party losgeht. Mann. Wie hast du denn geschlafen hier, Arne? Sehr gut. Du hast gar nicht so viel geschnarcht. Was denn? Ich habe geschnarcht, ich habe überhaupt nicht geschnarcht. Ja, na gut, okay, da hast du gar nicht geschnarcht. Ich habe gut geschlafen, ey, die Betten sind gut, war dunkel, alles schön. Auf jeden Fall weiter zu empfehlen. So, und jetzt gehen wir gleich mal frühstücken. So, jetzt gibt's noch mal eine kleine Roomtour von einem anderen Raum, falls jemand hier als Pärchen anreisen möchte. Das wäre so das Schlafzimmer für die Pärchen. Auch wieder mit Fernseher. Und wenn man Kinder hat, hat man hier sogar Kinderbetten drin. Also hier ist für alles vorgesorgt. So, ab geht's zum Frühstück. Richtig gut, ne? Oh.
palästinisches Frühstück. So, die haben uns jetzt hier Frühstück vorbereitet. Und das sieht alles richtig lecker aus. Mit Omelette, dänischen Brötchen, Obst, Käse. Richtig lecker Schmecker. Aber so richtig. Ja, hast Hunger, ne? Ich habe Hunger. Mega gut. Käse, Brötchen, alles da. Ja gut, Cerealien auch, haben wir nicht angefasst. Aber Top-Service, richtig lecker. Selbst der Kaffee hier in Dänemark schmeckt, muss man sagen. Richtig, richtig gut. Ja. Wir haben jetzt für die Unterkunft, kann ich zeigen, 600 Kronen bezahlt. Schnäppchen. Also Schnäppchen für den Service und das alles sauber hier. Das Bettwäsche, Handtücher, Frühstück. Richtig geiles dänisches Frühstück. Und so weiter. Das sind ungefähr umgerechnet 80, 83 Euro. Ja. Genau. Für zwei Leute, ne? Also für alles zusammen. Das ist super. Super. So, wir fahren jetzt nochmal zu Fynshoved, um nochmal zu gucken mit dem Wind und so weiter wegen Drohnenaufnahmen und wollen uns nochmal ein bisschen Wellen angucken und so, weil die Kulissen so toll sind, bevor es dann nachher weitergeht zur Burg Eggelskov. Schloss. Ja, Schloss, Burg Schloss oder Schloss Burg. Schloss Eggelskov. Alles ein gleiches Gemäuer. Ja. Also die Wellen sind hier schon wieder krass. Das war's schon wieder vollständig mit der Drohne. Testen! Na, du kaufst mir eine neue, Alter. Echt? Haftpflichtschaden, Haftpflichtschaden. Die Kamera da. Nein. 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 Kurz vor Schloss Eggelskov. Der Parkplatz ist voll. Oh fucking ey. Wieso sind hier so viele Menschen? Oh. So, wir sind jetzt auf dem Schlossgelände und haben jetzt pro Kopf 37 Euro Eintritt bezahlt. Nicht ganz günstig. Mal gucken, ob sich das lohnt. Ich hoffe, das lohnt sich. Wir werden bestimmt ein paar Kilometer machen hier zu Fuß. Das ist eine Riesenanlage. Aber es sieht ganz nice aus, aber viel Volk unterwegs. Ja, ja, da ist eine Feuerwehr. Ja, endlich. Genau, Arne, fang mal hier an, Rasen zu mähen. Hier kannst du auch nochmal Hexenbesen reiten. Nee, jetzt der Parkplatz nur für Hexen. Scheinen einige da zu sein. Ist eine schöne, imposante Anlage, also wirklich. Ja? Yep. Das ist mein Schloss, Arne. Weißt du das eigentlich? Echt? Ich dachte, Graf Michael wohnt hier, hatte ich gelesen, aber na gut. Michael. Nee, da hast du dich vertan. Ja. Das ist meins, definitiv. Ja. Mein Zweitwohnsitz. Die Hausfahrt. Thank you.
vor. Hier, norddeutsche Palme, Grünkohl. Weiß ich nicht, was ist denn das für eine Hecke? Eibe. Wenn ich jetzt Hecke gleich Hecke. Guck mal, das sind Kackbäume hier, Leute. Wie so eine kleine Quorsch. Klein ist untertrieben. Komm, wir gehen hier. Ja, schon wieder für eine Vogelscheuche durch die Gegend. Tag. Die feiern hier Halloween ganz groß. Auf Schloss Eggeskov. Wie mit ihren Halloween hier. Aber eine imposante Kulisse mit einem goldenen Ei. Hast du ein Ei gelegt oder was? Ich hab ein Ei gelegt. Guck mal, reich näher an. Guten Tag. Der Klack. Ja, wir gehen jetzt erst ins Oldtimer-Museum. Hier auf dem Gelände ist auch eins. Und schauen uns das erstmal an. Kein Zutritt für Adel. Oha. Ja. Ich glaube, die Besitzer haben viel Geld. Also, das ist ein alter Düsenjet. Das ist ein alter Starfighter. Die F-104. Die hat aber auch schon ein bisschen was abgekriegt, hier würde ich sagen. Das nenne ich immer einen Bus. So, und jetzt kommen wir zu den richtig heißen Kahn. Das ist meiner. Das ist meiner. Das ist definitiv meiner. MG. Also der Graf, wie auch immer, hatte echt viel Geld. Mann, Mann, Mann. Ein Hobby. Ich glaube, den Wagen, den könnte ich mir auch gefallen lassen. Oh, zurück in die Zukunft. Arne, ich habe dein Auto gefunden. Nee, ja, hier, dieses Ding hier. Ja, der kleine hier. Das ist genau das Richtige für dich. Ja, da siehst du mal groß aus. Nice, nice, nice. So, wollen wir mal weiter gucken, was denn noch so ist. Nachdem wir dieses Wohnmobil gesehen haben. Jetzt kommen wir zu einem richtig geilen Scheiß. Das ist jetzt aber richtig alt. Ich lief gerade einen Film über die Harley, die hier steht, von 31 ist die. Und haben sie irgendwo in so einem Garten gefunden. Irgendwie in so einem Garten gefunden? Ja. Wer auf Motorräder steht, kommt hier voll auf seine Kosten. Und wer auf so einem Wasserhubschrauber steht, definitiv auch. Also der Wagen ist hier definitiv noch nicht so alt. Den kenne ich noch aus meiner Jugend. Der passt so gar nicht. Der passt hier überhaupt nicht rein. Ja, bestimmt weiß ich. Aber von wann ist der? 82? Nee, 89. 89, der ist 10 Jahre jünger. Scheiß Kadett. Ja. Scheiß Kadett. So, Sesam öffentlich. So, Worms. Wieder raus. Und jetzt werden wir erstmal kurz was essen. Ach, auch schon wieder Schlange. Und dann gehen wir nachher auch nochmal richtig in die Burg rein. So, wir haben uns jetzt hier für wie viel hast du bezahlt? Hier? 10 Euro. 10 Euro. Brot und Wurst. Zwei Wurst und Brot. Transkollops. Ja, genau. Bevor sie warm werden. Ja. Ich fange an, bevor sie einfrieren. Ne? Oh, dieser Wind hier. Auch wieder mal. Guten Appetit. Mm. Lecker, wa? Oh, lecker hier. Ja. Also, dieses Halloween-Kram, das zerstört das ganze Burg-Feeling. Jetzt gehen wir mal den Rundgang in die Burg rein, also den ersten Teil. Aber ich glaube, hier sind nur Bilder. Ja, das ist, glaube ich, auch Bilder, Fotos, alte Klamotten. Oh, schick. Vielleicht möchte meine Freundin sowas haben. Das ist echt hier viel Kultur. Mir ist schon ganz schlecht. Ich bin nicht so der Kulturtyp. Also Leute, was haben die denn damals angehabt? Jetzt geht's zum richtig Kulturellen. Hier hängt ein Tiger. So, exquisite Burgführung, Schlossführung. Also ein Verlies oder so wäre natürlich auch nochmal was. Ich bin ja auch gerade schwanger. Ich muss diesen Rucksack hier auf die Brust legen. Damit ich hier bloß nicht umrempel. So, dann gehen wir mal weiter. Mal gucken, was jetzt nächstes kommt. Das nenne ich aber mal ein Bettchen. Mhm. Viel Kultur hier. Noch ein Bettchen? Mhm. Sehr schön. Der Wohntrakt hier in der großen Halle, ne? Ja. Das nenne ich aber mal ein Puppenhaus. Ja.
Alter Falter. Das ist krass. Wenn das jetzt auch noch echt Gold ist, dann kriege ich die Krise. Also, ich glaube, er hatte zu viel Langeweile. Oder war für immer Kind. Scheinbar stand der Graf auch auf elektrische Eisenbahn. So, jetzt waren wir auf Schloss Eggeskov, haben uns das ein bisschen angesehen. Und jetzt werden wir gleich irgendwo noch was essen gehen und dann geht's nach Hause. Wie fandest du denn den Trip mit mir, Arne, im ersten YouTube-Vlog mit dir? Ja, fragst du mich echt, wie war ich denn? Nee, wie fandest du das mit mir bei YouTube? Ja, das ist mir schon klar. Ja, nee, doch, auszuhalten, sag ich mal. Jetzt auf die nächsten Tage Torbenpause, bin ich auch nicht böse drum. Aber nee, muss man sagen, hast mich an coole Ecken geführt, mich ein bisschen auch in Instagram eingewiesen und so. Nee, alles gut, du. Freue ich mich. Super. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Vlog wieder. Euch erstmal einen schönen Tag.